Hallihallo, da bin ich wieder mit einem neuen Vlog. Ich melde mich wieder bei euch, bin schon ein bisschen spät dran. Ich treffe mich jetzt nämlich eigentlich mit meiner besten Freundin. Wir shooten gleich dieses Outfit hier, treffen uns dann auch noch gleich zu einem Lunchdate, auf das ich mich schon sehr freue. Ich habe nämlich riesen Hunger und noch gar nichts gegessen. Jetzt muss ich mich aufs Rad schwingen, die Sonne scheint, es ist Gott sei Dank etwas wärmer geworden. Und generell begleitet sie mich wieder die ganze Woche hindurch. Unter anderem haben wir ein kleines Weekend-Getaway vor uns. Also mein Mann und meine Kinder und ich, wir fahren am Wochenende oder übers Wochenende. In Salzkammergut, da nehme ich euch auch mit. Aber bis es soweit ist, muss ich jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Deshalb hopp, hopp, ab aufs Rad. Workout kümmere ich mich jetzt um den Haushalt, ums Mittagessen kochen und ja, muss ein bisschen Wäsche beseitigen. Ihr seht das nicht, ich zeige es euch aber gleich, hier stehen nämlich überall Wäscheständer herum, weil wir am Wochenende ja wegfahren. Dementsprechend, ja, schaut das Ganze so aus. Ich muss nämlich schauen, dass ich ausreichend Kleidung für uns habe. Vielleicht wissen es ja viele von euch, wie das ist, weil mit Kindern verreist, braucht man einfach immer gleich dreimal so viel mit. Ja, zur Sicherheit, weil sich die Zwerge immer wieder anpatzen und deshalb habe ich lieber mehr Wechselklamotten mit. So, lala. Wir werden jetzt den Koffer packen für unsere Reise ins Salzkammergut. Beziehungsweise muss ich für die Kinder und für meinen Mann und mich packen. Schauen wir mal, was wir alles mitnehmen. Das ist meine neue Yogamatte, die kommt übrigens auch mit. Ist das meins? Meins ist das. Meins. Meins? Ey, du hast sie mir weggenommen. Ja, und ich bin nicht mehr absolut urlaubsreif. Ich schaue auch sehr urlaubsreif aus. Umso mehr freue ich mich jetzt auf 2 Tage der Bettenwechsel. Du kannst dich aber nicht in den Koffer setzen. Ich werde jetzt mal schauen, wie ich das alles in den Koffer kriege. Ob die Burschen 2 kleine Koffer brauchen. Ich glaube, das soll sich ausgehen mit dem einen. Und was wir alles einpacken. Also, los geht's. Und Koffer packen.
Hotel Sommerhof verbracht und wir haben wirklich, wirklich gut auf diesem riesengroßen Bett geschlafen. Nachdem es gestern für uns auf den Dachstein ging, das heißt raus in den Schnee, hinauf auf den Berg, gehen wir heute ein ganz anderes Programm an. Und zwar besuchen wir die Gmundner Keramikwelt, wo wir Porzellan bemalen werden. Ich weiß nicht, ob euch Gmundner Keramik ein Begriff ist. Für mich ist es ein Stück Kindheit, weil wir damals selbst ein Gmundner Geschirr zu Hause hatten. Ich glaube Teller, Vase, Heferl, alles mögliche. Und Gmundner Keramik gibt es in verschiedenen Design. Schon ewig lang, also ist auf jeden Fall ein Stück österreichischer Heimat. Dementsprechend finde ich es cool, dass wir dort vorbeischauen können und gemeinsam mit den Kindern ein paar Heferl bemalen werden. Anschließend geht es für uns allerdings hinaus in die Natur. Wir besuchen nämlich einen Wildtierpark und ich nehme euch hier natürlich wieder mit auf unsere Reise und ich bin gespannt, was wir alles erleben werden. Bin aber auf jeden Fall zuversichtlich, dass das Wetter halten wird. Gestern hatten wir strahlenden Sonnenschein. Heute schaut es ein bisschen nach Regenwetter aus, aber muss nichts heißen. Wir machen uns trotzdem eine schöne Zeit. Und ja, ich bin schon gespannt, was auf uns wartet.